Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des rauchigen, taufigen Whiskys. Willkommen bei uns in der Whisky-Zone mit Holger und Andi. Auch von mir ein taufiges, feuriges Hallo. Yay. Und da wären wir auch beim Thema. Und zwar haben wir heute in Lafroig 10 Jahre auf dem Tisch von der rauchigen Insel Eila. Mhm. Ja, möchtest du doch mal vielleicht? Ja, möchte ich. Ach, ich habe mich gar nicht vorbereitet, wusste ich eigentlich. So, da sind wir. Wo haben wir denn Lafroig? Lafroig ist hier unten. Genau, rechts, gleich neben Lagavulin. Also quasi beiden Großen und Schwergewichte der Insel gleich direkt nebeneinander. Mhm. Und ja, der Zehner. Der Zehner ist eigentlich bekannt dafür, dass er sehr, sehr viel Rauch hat. Sehr viel trockene, rauchige Noten, viel Phenol, sehr medizinisch. Ne? Mhm. Und da war mal das Thema bei Andi so, ach naja, eher nicht so, ne? Ja, aber es hat sich in den letzten anderthalb Jahren einiges getan. Mhm. Und ja, auch selbst ich kann sowas jetzt trinken. Mhm. Meinst du, ja? Ja. Gut, ich weiß irgendwie, ich habe noch so ein Finn Leggen-Video in Erinnerung, wo es dir nicht so gut ging. Ja. Und du hoffst jetzt, dass es besser wird bei dem, ja? Wir hatten mal ein Tasting, das mussten wir draußen machen und so mit Lagerfeuer und so gemacht. Und das war ein Eiler-Tasting. Ja, das hat gepasst und ja, ich bin einfach stolz, dass ich auch gut mitgehalten habe, eigentlich, ja. So ändern sich die Geschmäcker, ne? Also ist das so. Ich bin einfach mal so dreist und. Macht immer auf, okay. Ja, Lafroig 10 Jahre. Abgefüllt mit 40% Alkohol. Ja, leider nichts angegeben zur Lagerung, aber eigentlich liegt es sehr nahe, dass ein Ex-Bourbon-Fass genutzt wurde. Ah ja. Ne, man hat die Beschreibung. Jo, medizinisch rauchig schon am Korken. Man hat die Beschreibung halt studiert und man sieht halt Noten von ja, Vanille hinter dem Rauch. Vanille, frische Früchte wie ja, Apfelbirne. Pfirsich, Melone, vielleicht wird manchmal angegeben. Ne? Da sieht man eigentlich schon den Einfluss von einem Birbenfass. Ansonsten wäre es ja eher ein bisschen dunkler ausgefallen und auch von den Fruchttönen her etwas dunkler. Ne? Man muss aber zugeben, man muss sich durch den Rauch erstmal so ein bisschen durchwühlen, ja, um an die Fruchtnoten zu kommen. Das ist gar nicht so einfach, finde ich. Mhm. Gerade am Anfang, wenn man sich mit rauchigen Whiskys beschäftigt. Der soll aber auch so sein. Ja? Der soll rauchiger, ja, soll ein Kracher sein. Ja? Macht es so, nehmt euch Zeit dafür. Jetzt, was wir hier in der Kürze quasi wiedergeben, spiegelt einen Querschnitt wieder. Ja. Und reicht auf jeden Fall nicht aus, um rauchige Whiskys komplett irgendwie durcheinander zu nehmen oder auseinander zu nehmen. Ja. Absolut nicht. Jo. Ach, schön. So, was ich gerade gesagt habe, beim Thema Aroma, stimmt das gar nicht so. Ja, der Rauch ist nicht so massiv. Ja, aber wir werden halt irgendwie entspannter bei der Geschichte. Ja, kann sein. Also man gewöhnt sich an alle Themen, gerade auch die mit Rauch zu tun haben. So nach ein, zwei Jahren hat man denn ja doch schon einen guten Zugang zu diesen Abfüllungen. Mhm. Nee, süße Medizin. Phenolisch, medizinisch. Aber so. auf der süßen Seite. Und es ist wirklich so, da fragst du dich, wo soll denn hier bei dem Whisky die Melone herkommen? Nehmt euch wirklich ein bisschen Zeit und schnüffelt erstmal ein, zwei Minuten, wirklich, ist wichtig. Und da ist er dann auch irgendwann. Das ist jetzt nicht, das ist keine Wassermelone, das ist eine, wie heißt sie hier, Honigmelone. Honigmelone, ein bisschen Vanille, klar auch sehr, sehr viel maritime Noten, irgendwas Salziges liegt in der Luft, ein bisschen Seetang, Kräuternoten, also man hat eine gute Kräuternote mit drin. Mm. Der hat schon ein bisschen was zu bieten. Hm. So, jetzt wird's spannend. Geschmack. Jetzt warten wir mal auf den Moment, wo Andi sich nach hinten legt und nicht mehr reden kann. Na denn? Na, gelegt habe ich bisher noch nicht, oder? Naja, es wird immer so. Es geht immer ein Schritt zurück. Sehr schön. Ach, so toll. Das erste, was mir gerade nochmal, wo ich im Mund habe und dran rieche, in den Kopf kommt, ist so Malzzucker, so süße Getreidenoten. Oh, dann aber beim Genießen quasi, hast du sehr, sehr viel Rauch. Den ganzen Mundraum voll Rauch, aber auch süße, süße, angenehme Noten. Sehr geil. Der ist schon ordentlich süß. Ich weiß noch, man hat, das ist so ein Unterschied. Ich möchte nicht drauf rumreiten, aber das ist so ein Unterschied, halt, das mal am Anfang so zu machen, ne? Von seinem Whisky-Dasein. Oder aber jetzt so zwei, drei Jahre später. Also sehr, sehr schön. Auch zu sehr davon schocken, ne? Am Anfang. Ja, genau. Man geht auch erstmal nicht wieder hin. Ja. Man geht auch nicht wieder ran.
denkt so, okay, mit den rauchigen Abfüllungen jetzt bei Highland Park und bei Springbank bin ich erstmal bedient, aber nee, probiert es mal euch aus. Wenn ihr lange nicht mehr hattet, sehr, sehr schön. Mhm. Auch nicht zu viel Alkohol, das ist in Pfeffer oder Würze oder in Brennigkeiten umsteigt, sondern nein, sehr, sehr schön. Nicht, überhaupt nicht. Nein. Das war diese salzige Noten, ja. Ja, das hast du. Also sowas, was hast du noch gesagt? So Apfel und was hast du noch gesagt? Birne, Melone. Ja, also es geht so in die Melonenrichtung. Apfel, Birne habe ich jetzt nicht. Die habe ich ganz deutlich bei anderen und viel, viel präsenter. Mhm. Kriege ich jetzt hier überhaupt nicht raus. Nee, stimmt. Aber der ist überhaupt nicht mehr so schlimm wie noch. Also, du hast einen guten Mix aus. Ein bisschen Eiche, ja. Die Kräuternoten, ne? Seetangnoten. Medizinische Noten und halt eine schöne Süße. Weil doch, Wahnsinn. Schön, dass wir mal wieder gemacht haben, weil das Ding ist halt wirklich schon eine ganze Weile her bei mir. Wir hatten mal so einen, im Rahmen von einem Lafroig-Tasting in Berlin, wo damals der 30-Jährige und auch der 32-Jährige vorgestellt wurde, hatten wir mal halt die ganze Range so durchprobiert. Und ja, da fängst du, glaube ich, irgendwo an beim 10-Jährigen, trockene, schöne Rauchnoten, ne? Mit Frucht und so. Gehst halt hoch, irgendwie Triple Wood mit einem schönen Cherry-Charakter noch ein bisschen im Einfluss. Und hoch denn auch 25 und auch 30 Jahre. Ja. Also gut, super. Ja, genau. Nee, der ist schon in Ordnung. Und das, was er präsentiert, das muss auch einfach so sein. Mehr will er auch gerade gar nicht. Glaub. Genau, nicht umsonst ein Klassiker. Also sollte mal in jeder Bar mal gestanden haben. Ja, eben ja. Oder bald mal stehen. Mhm. Okay, belassen wir es dabei? Ja, würde ich sagen. Ne? Aber dein Feedback war okay, ja? Also bist jetzt nicht so... Nee, ich trinke dir noch aus. Ja? Doch, wirklich. Ja, okay, ja. Gut. Wir haben es geschafft, wir haben Andi dahin gebracht. Er ist noch nicht mal geschwindelt oder so. Ja. Der aufmerksame Zuseher, ja, und Zuhörer wird feststellen, wenn ich schwindel. Naja, ja. Genau. Wenn es ihm die Worte im Munde quasi verschlägt. Stecken bleiben. Nee, gut, super. Ja. Probiert es mal aus, packt ihn euch in eine Bar, probiert ihn selber nochmal und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.